einen Auftrag für ihn. Das ist der Leutnant von Rotteck. Aha, sehr gut. Also unauffällig Verbindung aufnehmen. Seid vorsichtig. Denkt daran, es geht um Preußen. Es geht um den Frieden. Ihr wisst, wo wir uns treffen. Und kein Wort über mich. Nochmals, alles gut. Und denkt daran, ihr, die Comtesse von Schwarzenberg, seid von der Historie dazu bestimmt. Ich weiß. Was habe ich damit zu tun? Man hat mir gesagt, ihr könntet mir weiterhelfen. Verschafft mir eine Verbindung zum Minister. Ich darf nicht offiziell als Österreicherin auftreten. Es geht um den Frieden zwischen Preußen und Österreich. Frieden zwischen Preußen und Österreich? Ja. Dann müsst ihr mit der Kaiserin selbst sprechen. Nein, dazu ist es noch zu früh. Mein Auftrag lautet, erste Kontakte aufzunehmen. Na ja, da ist der Minister der richtige Mann. Hier ist meine Legitimation. Gut, in ein paar Tagen ist Diplomatenjagd. Ich werde euch eine Einladung verschaffen. Aber unauffällig. Es darf niemand erfahren. Der leiseste Verdacht würde meine Mission unmöglich machen. Soll ich den Minister informieren? Nein, das mache ich selbst. Verschafft mir nur eine Begegnung. Ihr Exzellenz, wir dachten schon, euch sei etwas zugestoßen. Ach, wisst ihr, Rotteck, diese ewige Jagerei ist mir so zuwider. Pardon? Tja, Exzellenz, und das mitten im Krieg. Dabei hätten wir mit den Preußen genug zu tun. Sollen doch die anderen den Hirsch fangen? Auf der Jagd habe ich mich noch nie wohlgefühlt. Wofür denn das Ganze? Für Hirschbraten. Jedes Jahr dieses Diplomatenjagen. Wollen Sie auch einen Schluck? Danke vielmals, Exzellenz, nein. Wie man nur ausschaut. Was machen denn der Russe und der Franzose hier? Tja, Exzellenz, als unsere Verbündeten mussten die auch eingeladen werden. Ich weiß. Ich möchte nur wissen, was die beiden Narren wollen. Dauernd schleichen sie mich herum. Als Gesandte sind ich von Amts wegen misstrauisch. Ah, Monsieur Ministre, habt ihr euch verletzt? Können wir helfen? Nein, nein, wir machen nur eine kleine Pause. Wir reiten gleich weiter. Sie sind falsch hier. Die Meute ist drüben im Wald. Vielen Dank, vielen Dank. Bis gleich, wir kommen dann. Dieses ewige Misstrauen, das geht seit Wochen so. Haben die einen Grund, Exzellenz? Ach, Sie haben Angst. Wir können heimlich mit den Preußen Friedensverhandlungen aufnehmen. Wie die sich das vorstellen, das haben wir doch auch gar nicht nötig. Die heroische Zeit sollte eigentlich vorbei sein, Exzellenz, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Der Preußenkönig ist fast am Ende und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir es auch. Wer ist denn das? So genau weiß ich das auch nicht, Exzellenz. Die Comtesse. 13. Gestatten, Comtesse.
Noch eine versprengte, aber charmant. Gehst du an? Exzellenz, seid ihr allein hier? Ja, sicher. Rotek, wo ist denn meine Frau? Soviel ich weiß, ist Ihre Exzellenz zum Sammelplatz zurück. Das ist gut. Die Reiterei ist auch anstrengend für die Frau. Herr Leutnant, ich habe eine Bitte. Meine Reitpeitsche, ich muss sie da drüben verloren haben. Drüben am Hang. Aber das macht doch der Rotek. Selbstverständlich, Exzellenz. Sie hat einen silbernen Knauf. Gut kommt es. Aber da ist doch eure Peitsche. Ja, Exzellenz, da ist die Peitsche. Ich wollte mit euch allein sein. Ja? Oh, Exzellenz, ich muss doch sehr bitten. Ihr seid mir schon beim Abreiten aufgefallen. Exzellenz, nicht doch. Ich habe verstanden, kein Wort mehr. Exzellenz! Da sind schon wieder die zwei Deppen. Exzellenz! Exzellenz, die Jagd ist zu Ende! Ja, ja, das war nicht zu überhören. Wo können wir uns ungestört unterhalten? Ungestört? Exzellenz! Ja, mein Kind. Exzellenz! Ja, natürlich ungestört, aber wo? In meinem Sommerpavillon, heute Abend. Aber es darf uns niemand sehen. Ich bin doch Diplomat. Meine Frau schicke ich in die Stadt. Die Nacht gehört uns. Aber meine Herren hätte doch nicht zurückkommen brauchen. Ordonnanz, mein Pferd! Helfe der Comtesse. Ach, da ist ja mein Mann. Danke, Exzellenz. Bitte. Aber Oskar, ihr habt ja den Hirsch wieder nicht... Oh, pardon. Ja, ja, ich weiß, meine Liebe. Also das sage ich dir, das ist das letzte Mal, dass ich den Rappen genommen habe. Ja, ja, er ist schon recht alt. Ich kaufe dir den Jüngel. Aber sag mal, Oskar, was bist du denn so nervös? Ich kann doch nichts für den Hirsch. Ach, Hirsch, meine Liebe, du musst alleine nach Wien zurückfahren. Wieso? Ich habe abends eine wichtige diplomatische Mission zu erledigen. Geheim. Das dauert dann wieder bis morgen früh. Ach, Charlotte, ich bitte dich. Charlotte, ich muss mir dieses Misstrauen verbieten. Wie soll ich für Österreich wirken, wenn mir meine eigene Frau... Na, hoffentlich wird es nicht zu anstrengend für dich. Bitte, Charlotte, zu niemandem ein Wort. Das Ganze ist ein Gespräch auf allerhöchster Ebene. Ja, aber warum? Charlotte, keine Fragen stellen. Du fährst allein nach Wien. Am besten, du gehst jetzt zur Gesellschaft zurück. Ich habe noch Vorbereitungen zu treffen. Exzellenz. Immer diese Idioten. Sag, Charlotte, hast du den Leutnant von Rotte gesehen? Nein. Ach, Schatz. Dann bitte sag ihm, wenn du ihn siehst, ich muss ihn dringend sprechen. Ja. Ja? Ach, kommt das? Sie wollen schon aufbrechen? Ja, leider. Ach, da ist er ja. Küss die Hand, mein Schatz. Du hast ja hier Unterhaltung, ja? Rotte, wo bleibst denn so lang? Tut mir leid, Exzellenz, aber ich habe die Peitsche nicht gefunden. Ach, das hat sich erledigt. Da sind schon wieder. Also, da, jetzt gehe ich hin und sage denen meine... Exzellenz, das können Sie nicht machen. Glaubt ihr, die wissen etwas? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hören Sie zu. Rotek, ich habe heute Abend ein Geheimtreffen. Zu niemandem ein Wort. Also hat's geklappt? Ja, wir hatten gleich Kontakt mit Herrn Rotek. Er bekommt den Auftrag, mir den Rücken frei zu halten. Ja? Und wo, Exzellenz? Kommt, lasst uns allein. Rotek, in meinem Sommerpavillon. Das kann sie natürlich die ganze Nacht hinziehen. Sowas dauert ja lange. Und wenn die beiden Wind davon bekommen, kann das unabsehbare Folgen für mich haben. Exzellenz, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich habe dem Minister nie getraut. Hier wird Politik gemacht, von der wir nichts wissen sollen. Glaubt ihr auch wirklich, dass sich der österreichische Minister mit den Preußen an einen Tisch setzt, ohne uns, seine Verbündeten, zu verständigen? Wie viel Beweise wollt ihr denn noch? Die Geheimnistuerei, denkt doch mal nach. Nein, nein, da ist doch alles klar. Wir wissen doch, wie es mit Österreich steht. Da wird schnell ein Sonderfrieden mit Preußen gemacht und wir stehen da. Und ich muss mir nachher von der Zarin sagen lassen, ich hätte von allem nichts gewusst. Wenn es hier eine Geheimverhandlung gibt mit Preußen, da sind wir dabei. Wo steht Ihre Kutsche? Drüben am Weg. Los, komm mit.
Ist seine Kutsche noch frei? Natürlich. Ich fahre immer in den Wald, wenn ich auf Fahrgäste warte. Ich werde ihm gleich Beine machen. So, rein mit ihm ins Gebüsch. Ich muss die beiden Gesandten von hier wegbekommen. Habe ich die erst im Wagen, kommen die nicht mehr raus. Und wenn der Minister uns nicht empfängt? Er muss uns empfangen. Schließlich sind wir doch Verbündete. Oder ich habe da eine glänzende Idee. Ich glaube, es ist besser, wir machen es anders. Wir dürfen ihm keinen Ausweg lassen. Wir müssen ganz sicher vorgehen. Kutscher, er kann fahren. Wir brauchen ihn nicht mehr. Kommt, ich denke, das wird sehr amüsant. Schau, das ist vorbei. Was nun? Padua, rein mit dem Kutscher in den Wagen. Ich muss noch wie. Du wartest im Pavillon auf mich. Ist alles in Ordnung? Jawohl, Exzellenz. Das kann sie doch noch gar nicht sein. Ist ja noch hell draußen. Wenn ich an die ungarische Tänzerin erinnern darf, Exzellenz. Die kam auch in etwas früher. Moment, ich öffne selbst. Ein Gläschen für mich und ein Gläschen für fröhliche Minister. Wir müssen alle glücklich sein. Wir müssen alle trinken. Na, Stroja, komm, Exzellenz. Sing mit mir, tanz mit mir. Strache, Dierke, 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 hey, oh, Stroja, Gassa, Dierke, hey, oh, Dierke, 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 Los, raus mit ihm, komm, los, keine Fragen, raus mit dir auf den Bock und ab, plus, na, hoch doch, na, wird's bald, so, ab dafür. Exzellenz, Österreich wird euch dankbar sein für euer Verständnis. Ab geht's, los, vorwärts! Hey! Ich hab dir nicht gedacht, dass es tatsächlich mit Politik zusammenhängt. Doch, es ist hohe Politik. Ich habe selber den Brief des Königs von Preußen gesehen. Es dreht sich um Geheimverhandlungen mit Preußen. Madame, Österreich braucht euch. Ja, wenn das Vaterland mich ruft... Wir müssen den russischen und den französischen Gesandten aus dem Haus bekommen. Der Minister muss freie Hand haben. Das klingt ja alles sehr geheimnisvoll, mein lieber Roddick. Aber warum hat mein Mann mich nicht informiert? Der preußische Unterhändler ist eine Dame. Ach, eine Dame? Eine Dame von Adel, selbstverständlich. Das hätte ich ihm natürlich nicht geglaubt. Also, was soll ich tun? Wir müssen erreichen, dass die beiden Gesandten glauben, der Minister habe ein privates Stelldichein und ihr ertappt ihn so quasi... In Flagranti. Das ist mir bei Oskar bisher nie gelungen. Macht mich noch wahnsinnig. Die Dame kommt, eine Kutsche ist vorgefahren. Das vergesse ich den beiden nie. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach wegschicken, das haben wir doch mit der ungarischen Tänzerin ausgemacht. Das ist doch eine Komtesse. Einfach wegschicken. Komm, doch. Das. Ich bin untröstlich. Tu mir so wahnsinnig leid. Komm, Sie können doch die Dame nicht an der Tür stehen. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz, bitte. Champagner. Das mache ich schon, meine Herren. Bemüht euch nicht, meine Herren. Ich fahre sofort. Schnell. Kommt überhaupt nicht in Frage, Konzess. Diesen Augenblick müssen wir feiern. Ich dachte schon... Vorsichtig, der Minister ist ein Fuchs, der kennt doch alle Schliche. Vielleicht sind Sie die preußische Unterhändler. Sie halten schon jeden Fuchs für einen Preußen. Champagner! Bitte, ihr habt jetzt aber wirklich zu viel getrunken. Vergesst nicht, warum wir hier sind.
Comtesse, ich habe einen Plan. Alkohol wird Wunder. Kommen Sie schnell hier rein. Ach, Vertrauen zu mir, Comtesse. Aber Herr Minister, unter diesen Umständen hat es doch überhaupt keinen Sinn. Mit Vertrauen bitte zu mir. Nein. Und die Kutsche von der Comtesse will schmieden. Es ist genug. Ist ja alles leer. Aber meine Herren, der Keller ist noch voll Champagner. Trinken wir auf unsere Waffenbrüderschaft. Ja. Wo ist denn die Comtesse? Na, sie musste uns leider verlassen. Schon, Exzellenz. Ja. Das hätte die aber nicht zulassen dürfen. Schade, das schöne Schwesterchen. Nein, Reue. Nein. Vermutung doch richtig. Welche? Hier sollte Politik gemacht werden, aber das haben wir Ihnen versalzen. Versalzen? Ich habe solchen Hunger. Oh, meine Herren, der Champagner wird ja warm. Trinken Sie. Exzellenz. Komm, komm, schenk ein, die Herren haben nichts zu trinken. Ja. Ihre Gemahlin ist vorgefahren. Ist gut. Was? Ministerchen, bitte einen kleinen Imbiss. Ich habe einen solchen Hunger. Soll ich denn die Tauben servieren? Taubengeier. Nix, gar nix, kein Kaviar. Gib mir hier den Champagner. Ach, was ist das? Charlotte, was machst du? Entschuldigung, meine Herren. Noch ein schönes Schwesterchen. Was hat das zu bedeuten? Ach, ist das eine Frau? So sehen also deine Geheimverhandlungen aus. Ich hab's dir doch gleich angesehen, was du hier verhandelst. Meine Herren, ihr könnt doch erklären, wie das Ganze ist, nicht? Also es ist doch... Ja, hier ist doch eine Frau im Spiel. Aber Madame, ihr irrt wirklich. Da ist niemand im Spiel. Da passen wir schon auf. Siehst du, Charlotte? Madame, wie könnt ihr euren Mann nur so verdächtigen? Ich bin so hungrig und müde. Wo bleibt Brüderchen mit Kaviar? Aber Oskar! Schwesterchen! Exzellenz, alles läuft doch bestens. Bestens? Ja. Comtesse! Madame. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ich weiß genau, ich kenne meinen Mann. Oskar? Oskar! Bitte, Fimas, kommt her. Setzt euch, bitte. Danke, Leute. Vielleicht eine kleine Stärkung, kommt her. Bitte. Nach dieser Aufregung. Bitte, Fimas. Ich glaube, meine Herren, es ist besser, wenn ihr... Hätte der Minister doch nur ein Wort zu uns gesagt, von Mann zu Mann, dass es sich um ein Rendezvous handelt. Wir Franzosen haben doch hier alles Verständnis. Vive l'amour! Vive l'amour, ich weiß nicht. Das habt ihr mir eingebrochen. Ich misstrauen. Wisst ihr, was ihr zu mir gesagt habt? Ihre Fremden geheim verhandeln mit Staaten. Bitte sagt dem Minister, es ist mir alles Ihre Peine. Ich glaube natürlich auf Sie. Man darf auch den nie hören. Komm, 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 mal raus hier! Nimm nicht doch! Ihr habt schon genug Porzellan verschlagen! Und du hast mich daran nicht. Immer wenn es schön wird, muss ich fügen. Komm, komm. Schweine! So, die sind weg. Ja, mein Mann ist auch weg. Nein. Frau Deck, an diese Geheimverhandlung glaube ich aber jetzt auch nicht mehr. Die Comtesse im Schlafzimmer, haben Sie dafür eine Erklärung? Aber ihr täuscht doch. Ach, ich kenne doch meinen Mann. Sie sind ihm doch auch darauf reingefahren. Nein, ich weiß Bescheid. Wollt ihr vielleicht auch ein Glas Champagner? Ja, ich hab's nötig. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt meiner Frau erzählen? Macht was Politisches draus, Exzellenz. Was Politisches? Mit der Comtesse im Schlafzimmer? War nicht schlecht. Der Rotek hat's ja auch geglaubt. Ich probier's. Bitte sehr. Danke. Exzellenz Rotek. Liebe Charlotte, ich bin dir natürlich eine Erklärung schuldig. Du musst zugeben, ich habe von Anfang an dich nicht im Unklaren gelassen, dass es sich hier um eine Affäre von höchster politischer Bedeutung handelt. Aha. Exzellenz! Ich habe das immer so gehalten. Geheimnisse in der Familie gibt es bei mir nicht. Auch der Leutnant, Kurier Ihrer Majestät, ist Geheimnisträger. Aber Exzellenz, ihr könnt doch nicht einfach so... Unsere ersten Kontakte... Kontakte? Kontakt ist gut, ich spreche alle Kontakte ab. Ich muss zugeben, Charlotte, es musste ein falscher Verdacht aufkommen. Du machst es einem schwer. Rottek hatte mir zwar gesagt, dass das Ganze dienstlich sei, aber was ich da gesehen habe, die Comtesse im Schlafzimmer. Aber Exzellenz, ich habe euch doch erklärt, dass die Comtesse eine preußische Unterhändlerin ist.
Preußische Unterhändlerin? Du hörst, preußische Unterhändlerin. Wird sie es heraus, Comtesse? Exzellenz, so kommen wir nicht weiter. Ich bin nicht hierher gekommen, um private Szenen. Comtesse, sag dem König von Preußen, was er auch will, abgelehnt. Wir verhandeln nicht hinter dem Rücken unserer Verbündeten. Was immer auch die Preußen beschließen, wir halten uns an unsere Verbündeten und damit basta. Exzellenz, bedenkt doch, was auf dem Spiel steht. Gerade das habe ich gedacht. Exzellenz, ich biete euch den Frieden an. Nun ist es aber gut, Comtesse. Ich werde euch jetzt verabschieden. Ich bedauere für euch persönlich, dass so eine Mission gescheitert ist. Aber private Gefühle sind ja fehl am Platz. Hier geht es um andere Dinge. Comtesse, ich betrachte die Unterredung als beendet. Aber Exzellenz, es geht doch um den Frieden. Leutnant, wollt ihr mich belehren? Noch bin ich Minister. Einem Außenstehenden fehlen doch die Zusammenhänge. Für mich ist der Fall erledigt. Exzellenz, ist das euer letztes Wort? Natürlich. Was soll ich denn noch sagen? Wir können uns vorerst nicht wiedersehen. Der Leutnant wird euch zum Wagen bringen. Ihr könnt meinen nehmen. Comtesse, ich hoffe, ihr tragt mir die kleine Eifersuchtsszene nicht nach. Die Gesandten durften doch nichts von eurer Geheimverhandlung erfahren. Die Arme. Jetzt ist sie sehr enttäuscht. Er hat abgelehnt. Ihr könnt in Berlin melden, die Österreicher sind an Friedensverhandlungen nicht interessiert. Stehen denn wenigstens noch Aussichten? Der Minister hat gesagt, er bricht alle Kontakte ab. Nun, dann wissen wir ja wenigstens, woran wir sind. Ich danke euch, Comtesse, für eure Bemühungen. Weiter. Weißt du, Oskar, wir bleiben heute Nacht hier. Aber gern, Charlottchen. Das Schlafzimmer ist doch in Ordnung. Wie immer in Ordnung. Dann darf ich mich schon zurückziehen? Ja, wir trinken nur noch aus, der Leutnant und ich, ja? Ja, einverstanden. Charlottchen, einen Moment. Danke, mein Schatz. Mach nicht mehr so lange. Leutnant, das mit dem Auftauchen meiner Frau habt ihr mir eingebrockt. Exzellenz. Aber kein Vorwurf. Als alter Diplomat habe ich natürlich die Situation sofort in die Hand bekommen. Hätte man nicht doch die Comtesse anhören sollen. Leutnant, was glauben Sie, um wie viel lieber ich mir die Comtesse angehört hätte? Ich meine die Vorschläge der Preußen. Immerhin ging es um den Frieden, Exzellenz. Rottek. Fesch war sie. Prost. Das ist der Leutnant von Rottek. Aha, sehr gut. Also unauffällig Verbindung aufnehmen. Seid vorsichtig. Denkt daran, es geht um Preußen. Es geht um den Frieden. Ihr wisst, wo wir uns treffen. Und kein Wort über mich. Nochmals, alles gut. Und denkt daran, ihr, die Comtesse von Schwarzenberg, seid von der Historie dazu bestimmt. Ich weiß.
Und was habe ich damit zu tun? Man hat mir gesagt, ihr könntet mir weiterhelfen. Verschafft mir eine Verbindung zum Minister. Ich darf nicht offiziell als Österreicherin auftreten. Es geht um den Frieden zwischen Preußen und Österreich. Frieden zwischen Preußen und Österreich? Ja. Dann darf ich mit der Kaiserin selbst sprechen? Nein, dazu ist es noch zu früh. Mein Auftrag lautet, erste Kontakte aufzunehmen. Na ja, da ist der Minister der richtige Mann. Hier ist meine Legitimation. Gut, in ein paar Tagen ist Diplomatenjagd. Ich werde euch eine Einladung verschaffen. Aber unauffällig. Es darf niemand erfahren. Der leiseste Verdacht würde meine Mission unmöglich machen. Soll ich den Minister informieren? Nein, das mache ich selbst. Verschafft mir nur eine Begegnung. Exzellenz, wir dachten schon, euch sei etwas zugestoßen. Ach, wisst ihr, Rotek, diese ewige Jagerei ist mir so zuwider. Pardon? So wahnsinnig. Bemüht euch nicht, meine Herren, ich fahre sofort. Schnell. Kommt überhaupt nicht in Frage, Konfess. Diesen Augenblick müssen wir feiern. Ich dachte schon. Vorsichtig, der Minister ist ein Fuchs, der kennt doch alle Schliche. Vielleicht sind Sie die preußische Unterhändler. Sie halten schon jeden Fuchs für einen Preußen. Champagner! Bitte, ihr habt jetzt aber wirklich zu viel getrunken. Vergesst nicht, warum wir hier sind. Kommt es, ich habe einen Plan. Alkohol wirkt Wunder. Kommen Sie schnell rum. Hier rein. Ach, Vertrauen zu mir, Comtesse. Aber Herr Minister, unter diesen Umständen hat es doch überhaupt keinen Sinn. Mit Vertrauen bitte zu mir. Und die Kutsche von der Comtesse wird schließen. Es ist genug. Ist ja alles leer. Aber meine Herren, der Keller ist noch voll Champagner. Trinken wir auf unsere Waffenbrüderschaft, oh, ja? Wo ist denn die Comtesse? Sie musste uns leider verlassen. Schon, Exzellenz, ja. Das hätte die aber nicht zulassen dürfen. Schade, das schöne Schwesterchen. Na, Treue. Na, Treue. War meine Vermutung doch richtig? Welche? Hier sollte Politik gemacht werden, aber das haben wir Ihnen versalzen. Versalzen? Ich habe solchen Hunger. Oh, meine Herren, der Champagner wird ja warm. Trinken Sie. Exzellenz. Komm, schenk ein. Die Herren haben nichts zu trinken. Ihre Gemahlin ist vorgefahren. Ist gut. Was? Ministerchen, bitte einen kleinen Imbiss. Ich habe einen solchen Hunger. Soll ich denn die Tauben servieren? Taubengeier. Nix, kein Kaviar. Gib mir hier den Champagner. Was ist das? Charlotte, was machst du? Entschuldigung, meine Herren. Noch ein schönes Schwesterchen. Was hat das zu bedeuten? Ist das eine Frau? So sehen also deine Geheimverhandlungen aus. Ich hab's dir doch gleich angesehen, was du hier verhandelst. Meine Herren, ihr könnt doch erklären, wie das Ganze ist, nicht? Also es ist doch... Ja, hier ist doch eine Frau im Spiel. Aber Madame, ihr irrt wirklich. Da ist niemand im Spiel. Da passen wir schon auf. Siehst du, Charlotte? Madame, wie könnt ihr euren Mann nur so verdächtigen? Ich bin so hungrig und müde. Wo bleibt Brüderchen mit Kaviar? Aber Oskar! Schwesterchen! Exzellenz, alles läuft doch bestens. Bestens? Ja. Comtesse! Madame,
Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ich weiß genau, ich kenne meinen Mann. Oskar? Oskar! Kein Wort mehr. Exzellenz! Da sind schon wieder die zwei Deppen. Exzellenz! Exzellenz, die Jagd ist zu Ende! Ja, ja, das war nicht zu überhören. Wo können wir uns ungestört unterhalten? Ungestört? Exzellenz! Ja, Exzellenz! Ja, natürlich ungestört, aber wo? In meinem Sommerpavillon, heute Abend. Aber es darf uns niemand sehen. Ich bin doch Diplomat. Meine Frau schicke ich in die Stadt. Die Nacht gehört uns. Aber meine Herren hätte doch nicht zurückkommen brauchen. Ordonnanz, mein Pferd! Hilfe der Comtesse. Ach, da ist ja mein Mann. Danke, Herr Exzellenz. Bitte. Aber Oskar, ihr habt ja den Hirsch wieder nicht. Pardon. Ja, ja, ich weiß, meine Liebe. Also das sage ich dir. Das ist das letzte Mal, dass ich den Rappen genommen habe. Ja, ja, er ist schon recht alt. Ich kaufe dir den Jüngel. Aber sag mal, Oskar, was bist du denn so nervös? Ich kann doch nichts für den Hirsch. Ach, Hirsch, meine Liebe, du musst alleine nach Wien zurückfahren. Wieso? Ich habe abends eine wichtige diplomatische Mission zu erledigen. Geheim. Das dauert dann wieder bis morgen früh. Ach, Charlotte, ich bitte dich. Charlotte, ich muss mir dieses Misstrauen verbieten. Wie soll ich für Österreich wirken, wenn mir meine eigene Frau... Na, hoffentlich wird es nicht zu anstrengend für dich. Bitte, Charlotte, zu niemandem ein Wort. Das Ganze ist ein Gespräch auf allerhöchster Ebene. Ja, aber warum? Charlotte, keine Fragen stellen. Du fährst allein nach Wien. Am besten, du gehst jetzt zur Gesellschaft zurück. Ich habe noch Vorbereitungen zu treffen. Exzellenz. Immer diese Idioten. Sag, Charlotte, hast du den Leutnant von Rotte gesehen? Nein. Ach, Schatz. Dann bitte sag ihm, wenn du ihn siehst, ich muss ihn dringend sprechen. Ja. Ja? Ach, kommt das? Sie wollen schon aufbrechen? Ja, leider. Ach, da ist er ja. Küss die Hand, mein Schatz. Du hast ja hier Unterhaltung, ja? Rotte! Wo bleibst denn so lang? Tut mir leid, Exzellenz, aber ich habe die Peitsche nicht gefunden. Ach, das hat sich erledigt. Da sind schon wieder. Also, da, jetzt gehe ich hin und sage denen meine... Exzellenz, das können wir nicht machen. Glaubt ihr, die wissen etwas? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hören Sie zu. Rotek, ich habe heute Abend ein Geheimtreffen. Zu niemandem ein Wort. Also hat's geklappt? Ja, wir hatten gleich Kontakt mit Herrn Rotek. Er bekommt den Auftrag, mir den Rücken frei zu halten. Ja? Und wo, Exzellenz? Kommt, lasst uns allein. Rottek, in meinem Sommerpavillon. Das kann sie natürlich die ganze Nacht hinziehen. So was dauert ja lange. Das, ich bin untröstlich. Tut mir so wahnsinnig leid. Ich bin so wahnsinnig leid. Wir können doch die Damen nicht unter der Tür stehen. Kommen Sie. Ich weiß nicht. Nehmen Sie Platz. Bitte. Champagner. Das mache ich schon, meine Herren. Bemüht euch nicht, meine Herren, ich fahre sofort. Schnell, schnell, schnell. Kommt überhaupt nicht in Frage, Konzess. Diesen Augenblick müssen wir feiern. Ich dachte schon. Vorsichtig, der Minister ist ein Fuchs, der kennt doch alle Schliche. Vielleicht sind Sie die preußische Unterherrin. Sie halten schon jeden Fuchs für einen Preußen. Champagner! Bitte, ihr habt jetzt aber wirklich zu viel getrunken. Vergesst nicht, warum wir hier sind. Komtesse, ich habe einen Plan. Alkohol wirkt Wunder. Kommen Sie schnell. Hier rein. Ach, Vertrauen zu mir, Komtesse. Aber Herr Minister, unter diesen Umständen hat es doch überhaupt keinen Sinn. Mit Vertrauen bitte zu mir. Ein und die Kutsche von der Komtesse wird schon es ist genug. Ist ja alles leer. Aber meine Herren, der Keller ist noch voll Champagner. Trinken wir auf unsere Waffenbrüderschaft. Oh, ja. Wo ist denn die Comtesse? Na, sie musste uns leider verlassen. Schon, Exzellenz, ja. Das hätte die aber nicht zulassen dürfen. Schade, das schöne Schwesterchen. Nein, Reue. Nein. War meine Vermutung doch richtig? Welche? Hier sollte Politik gemacht werden, aber das haben wir Ihnen versalzen. Versalzen? Ich habe solchen Hunger. Oh, meine Herren, der Champagner wird ja warm. Trinken Sie. Exzellenz. Komm, schenk ein. Die Herren haben nichts zu trinken. Ihre Gemahlin ist vorgefahren. Ist gut.
Was? Ministerchen, bitte einen kleinen Imbiss. Ich habe einen solchen Hunger. Soll ich denn die Tauben servieren? Taubengeier. Nix, gar nix, gar Kaviar. Gib mir hier den Champagner. Ach, was ist das? Charlotte, was machst du? Entschuldigung, meine Herren. Noch ein schönes Schwesterchen. Was hat das zu bedeuten? Ist das eine Frau? So sehen also deine Geheimverhandlungen aus. Ich hab's dir doch gleich angesehen, was du hier verhandelst. Meine Herren, ihr könnt doch erklären, wie das Ganze ist, nicht? Also es ist doch... Ja, hier ist doch eine Frau im Spiel. Aber Madame, ihr irrt wirklich. Da ist niemand im Spiel. Da passen wir schon auf. Siehst du, Charlotte? Madame, wie könnt ihr euren Mann nur so verdächtigen? Ich bin so hungrig und müde. Wo bleibt Brüderchen mit Kaviar? Aber Oskar! Schwesterchen! Exzellenz, alles läuft doch bestens. Bestens? Ja. Confess! Madame. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ich weiß genau, ich kenne meinen Mann. Die kam auch in etwas früher. Moment, ich öffne selbst. Brüderchen, Brüderchen! Entschuldigung, der Jagd schon von. Aber meine Hand, ihr konntet nicht widerstehen, wenn ich vorschlage, wenn ihr für die Reise gesprochen habt. Ja, doch mal, Champagne, nur ein kleines Stück. Bitte Sie, Brüderchen, Minister, nur ein ganz kleines. Bitte euch, mein Herr, das geht doch wirklich. Ich bin ja nicht, es freut mich, aber ich bin ja nicht darauf vorbereitet. Champagne. Danke. Ein Gläschen für mich und ein Gläschen für fröhliche Minister. Wir müssen alle glücklich sein. Wir müssen alle trinken. Na, Stroja, komm, Brüderchen, sing mit mir, tanz mit mir. Strache, девка, девовое, ай, ой, экстрае, господай, якое, ай, ой, ка девла, даровое, и построить, поделкое, ай! Los, raus mit ihm, komm, los, keine Fragen, raus mit dir auf den Bock und ab, plus, na, hoch doch, na, wird's bald, so, ab dafür. Exzellenz, Österreich wird euch dankbar sein für euer Verständnis. Ab geht's, los, vorwärts! Ich hab ja nicht gedacht, dass es tatsächlich mit Politik zusammenhängt. Doch, es ist hohe Politik. Ich habe selber den Brief des Königs von Preußen gesehen. Es dreht sich um Geheimverhandlungen mit Preußen. Madame, Österreich braucht euch. Tja, wenn das Vaterland mich ruft... Wir müssen den russischen und den französischen Gesandten aus dem Haus bekommen. Der Minister muss freie Hand haben. Das klingt ja alles sehr geheimnisvoll, mein lieber Rotte. Aber warum hat mein Mann mich nicht informiert? Der preußische Unterhändler ist eine Dame. Ach, eine Dame? Eine Dame von Adel, selbstverständlich. Das hätte ich ihm natürlich nicht geglaubt. Also, was soll ich tun? Wir müssen erreichen, dass die beiden Gesandten glauben, der Minister habe ein privates Stelldichein und ihr tappt ihn so quasi... Unflagrantig. Das ist mir bei Oskar bisher nie gelungen. Dame, komm, eine Kutsche ist vor. Das vergesse ich den beiden nie. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach wegschicken. Das haben wir doch mit der ungarischen Tänzerin ausgemacht. Das ist doch eine Komtesse. Einfach vergesse ich den beiden nie. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach wegschicken. Das haben wir doch mit der ungarischen Tänzerin ausgemacht. Das ist doch eine Komtesse. Einfach wegschicken. Komm doch. Das. Ich bin untröstlich. Tu mir so wahnsinnig leid. Ich bin so grundsätzlich. Wir können doch die Damen in der Tür stehen. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz, bitte. Champagner. Das mache ich schon, meine Herren. Bemüht euch nicht, meine Herren. Ich fahre sofort. Kommt überhaupt nicht in Frage, Konzess. Diesen Augenblick müssen wir feiern.
Ich dachte schon. Vorsichtig, der Minister ist ein Fuchs, der kennt doch alle Schliche. Vielleicht sind Sie die preußische Unterhändler. Sie halten schon jeden Fuchs für einen Preußen. Champagner! Bitte, ihr habt jetzt aber wirklich zu viel getrunken. Vergesst nicht, warum wir hier sind. Komtesse, ich habe einen Plan. Alkohol wird wunder. Kommen Sie schnell. Hier rein. Ach, vertrauen zu mir, Komtesse. Aber Herr Minister, unter diesen Umständen hat es doch überhaupt keinen Sinn. Mit Vertrauen bitte zu mir. Und die Kutsche von der Komtesse will schon. Es ist genug. Ist ja alles leer. Aber meine Herren, der Keller ist noch voll Champagner. Trinken wir auf unsere Waffenbrüderschaft. Oh, ja. Wo ist denn die Komtesse? Na, sie musste uns leider verlassen. Schon, Exzellenz, ja. Das hätte die aber nicht zulassen dürfen. Schade, das schöne Schwesterchen. Nein, Reue. Nein. Die Vermutung doch richtig. Welche? Hier sollte Politik gemacht werden, aber das haben wir Ihnen versalzen. Versalzen? Ich habe solchen Hunger. Oh, meine Herren, der Champagner wird ja warm. Trinken Sie. Exzellenz. Komm, komm, schenk ein, die Herren haben nichts zu trinken. Ja? Ihre Gemahlin ist vorgefahren. Ist gut. Was? Ministerchen, bitte einen kleinen Imbiss. Ich habe einen solchen Hunger. Soll ich denn die Tauben servieren? Taubengeier. Nix, gar nix, kein Kaviar. Gib mir hier den Champagner. Ach, was ist das? Charlotte, was machst du? Entschuldigung, meine Herren. Noch ein schönes Schwesterchen. Was hat das zu bedeuten? Ach, ist das eine Frau? So sehen also deine Geheimverhandlungen aus. Ich hab's dir doch gleich angesehen, was du hier verhandelst. Meine Herren, ihr könnt doch erklären, wie das Ganze ist, nicht? Also es ist doch... Ja, hier ist doch eine Frau im Spiel. Aber Madame, ihr irrt wirklich. Da ist niemand im Spiel. Da passen wir schon auf. Siehst du, Charlotte? Madame, wie könnt ihr euren Mann nur so verdächtigen? Ich bin so hungrig und müde. Wo bleibt Brüderchen mit Kaviar? Aber Oskar! Schwesterchen!